Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Peacemaker. Das ist Dead Rising 4. Ich habe uns schon Waffen und Fahrzeug besorgt, damit wir nicht damit Zeit verschwenden, weil wir machen ja nur eine Stunde. Ich hoffe, das Game Capture macht's auch mit uns, ohne irgendwelche Fehler. So, wir machen die nächste Mission. Zur nächsten Mission. Wo muss ich eigentlich hin? Wo hintere? Passt. Oh Mann. Ich habe den Podcast-Vogel abgeschossen. Check die Koordinaten, die ich dir gerade geschickt habe. Du wirst nicht enttäuscht sein. Okay, 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 okay. Wir recherchieren zuerst die Gerüchte. Yo, Frank. Es heißt, ein Wahnsinniger soll sich in einem Gebäude in der Gegend verschanzen. Ich frage mich, was da los ist. Wir fragen uns alle, was da los ist. Pass aber gut auf dich auf. Diese Frauen machen mich echt fertig. Die machen mich fertig, oder was? Wo ist er, der Verrückte? Haha, ich weiß, wer das ist. Das passt zum morgigen Tag. Morgen ist Halloween, ne? Da werde ich mal beim 7 Days to Die Video was anfallen lassen. Das wisst aber nur ihr. Nein! Nein, jetzt ist er weg. Wir müssen wieder schnell dorthin. Schnell. Ah je. So, gehen wir rein da. Ah je. Das haben wir verpasst. Na, vielleicht taucht er ja wieder auf. Das wäre der Jack-O-Lantern gewesen. Der taucht sicher wieder auf. Der kommt schon noch. Hat nur das Spiel schon wieder einen Boscher. So, na, dann machen wir halt die nächste Mission. Der kommt erst beim nächsten Mal. Nach Halloween. Aus dem Weg mit dir, Mann! Ah, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der will mich verarschen. So schaut's aus. So. Ja. Alles klar, passt schon. Ist schön. Sollen diesen Hügeln gebrütet haben. Ist das so? Mit grausamen Tötungsgaben. Tötungsgaben. Sein Blutdurst. Durst. Halt die Fresse und fang an. Ich hab Ionenkanonen in Mass. Wow. Überhaupt nicht scheuchig. Komm. Kommt! Wow, 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 wow. Wer hat dir erlaubt, eine Party zu schmeißen? Sag es nicht. Kämpft! Kämpft und sterbt! Ja, halt die Fresse. Kein Problem! Kein Problem! Kein Problem. Alles unter Kontrolle. Wo ist er? Hier kommt der König des Schreckens! Ja, ja, halt die Fresse und komm. Servus! Oh, Scheiße! Er hat mich getroffen, der blöde Sack. Da ist er. Gleich hammern. Ja, ja, er beschießt mich mit seinen blöden Kürbissen. Und ich beschieße mit meiner scheiß Ionenkanone und stirb endlich, du Sack. Wir heilen uns schnell, sonst sind wir tot. Ne? Das ist ja auch... So, das war's. Hahaha. Wir haben Jack-O-Lantern-Meier gemacht. Mist. Irgendein Lehrer war das einmal. So, schauen wir, was wir da noch finden. Aber eigentlich haben wir nicht einmal viel Munition. Eine Ionenkanone hat gereicht. Die ist einfach die geilste Waffe in dem Spiel, finde ich. Wenn viele Zombies sind, bohrt er sich einfach durch. Eine Zeit lang. Da, schau. Hehehehehe, wer bist du? Zack, zack, ich hab Glashandschuhe. Na was, na was, na was? Hast du gesehen?
Bam, Alter. So, weiter geht's. Jetzt machen wir tatsächlich die Mission. Steigen in unseren Zombie-Drescher, weil der so gut drescht. Und fahren zurück zum Missionspunkt. Ne? Sei erlöst, mein Freund! Mann, warum stellst du dich da mitten im Weg rein? Willst du unbedingt sterben, oder was? Gehen wir nach Hammond suchen. Wieso muss ich da jetzt wieder nach Hammond suchen? Ach Gott, ich lasse mein Auto da lieber stehen. Wow, 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 Burschen. Fuck you und you und da hinten du auch. Fuck you, Alter, wo bist du, Bitch? Komm her. Komm her! Muss hier weg! Komm her, du musst hier nicht weg! Jetzt kriegst du einen in die Fresse, du blöde Kuh! So, und du? Du willst das unbedingt wissen, gell? Und du auch, gell? Muss hier und weg. Du auch! Komm, 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 komm! Blablabla. Wer bist du? Ha? Ha? Zack! Gesehen? Du auch? Die Ionenkanone ist die beste Waffe in diesem Spiel. Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Ah je, ah je, daneben. Naja, wenn man daneben schießt, nützt die beste Waffe nichts. So. Das war's auch schon wieder. Nein, da oben steht noch wer. Da unten kommt noch wer. Und? Wo ist sie jetzt? Achso, das war die, die ist runter... Oh, was für ein Depp. Na, kraxeln wir da rauf und schauen wir, ob wir da raufkommen. Wer muss Tiere spinkeln? Bist du Gegner? Oder bist du kein... Oh ja, du bist ein Gegner. Denke ich halt. Also, die sind da so gestanden und haben... voll verdächtigen Schwachsinn gemacht. Wer geht da auf die Eier? Du bist der Frau, hallo? Wo? Wo? Eiermäßig. Hallo? Hammond? Cornado. So, und? What the fuck? Echt toll! Die Entdeckung! Gern geschehen, Jordan. Warte, ich hol da, ich schieße den anderen auch noch ab. Da, nein, Terz, du grenzt mir genau ins Schussfeld, du Vollidiot. Jetzt habe ich den Meier gemacht, oder? Halt, Jordan! Alles in Ordnung? Ja, diese Arschlöcher. Wo ist Hammond? Ich weiß nicht. Ich dachte, sie wäre bei dir. Nein, sie haben uns getrennt. Tom wird sie umbringen, Frank. Wir werden sie finden. Schau dich hier um. Ich übernehme den Rest der Farm. Schau dich hier um. Wir machen das schon. Auf geht's. Die Obscuris-Gegner töten, um Überlebende zu retten. Was redest du? Ah, da, schau. Ah, was ist das? Ein Bunker? Wo ist der Schlüssel dafür? Warum habe ich den nicht? Da liegt Schrott. Podcast. Schöne Bewegung bleiben. Normale Zombies sind lahm und unbeweglich. Aber in der Stadt sind die
jetzt auch Zombies gesichtet? Wo zum Teufel ist sie? Verlasst euch nicht drauf, weglaufen zu können. Meidet die dicht besiedelten Gebiete wie Old Town. Und verhaltet euch bloß leise da draußen. Zombies können zwar nicht denken, aber hören. Stark bleiben, Willemites! Pass auf meinen Hintern auf! Durchhalten, Hammond! Ich werde sie retten! Mann, das klang nach Klischee. Das klang irgendwie nach Klischee. Ja, den habe ich ja schon mal gemacht draußen, ne? Ob sie wieder Brandbomben auf die Stadt abwerfen? Stirb! Wo? Wer? Ach, was? Du? Ah, Schlüssel? Schlüssel? Ist das für die Milchfarm? Okay. Käfigschlüssel, okay. Die Milchfarm. Oh, ein Apfel. Den nehme ich mal doch gleich. Was ist das? Jo, warum nicht? Lasset uns singen. Wo sind die alle? Hallo? Ist da jemand? Scheiße, scheiße, scheiße. Mann, in dem Spiel wird geflucht. Sowas aber auch. Ich rede immer ganz brav. So, nächster Stock. Auf geht's. Hammond, Hammond, sind Sie hier? Hammond, sind Sie hier? Sind Sie hier? Ah, schau, im Stockbezug. Ja, den kann ich nur mit der Dings machen. So. Da draußen steht auch irgendeiner. Da ist er! Ach, halt die Fresse! Komm her, lass dich in die Fresse hauen! So. Da ist der! Bläh, bläh, bläh. Ah, tja, die will es unbedingt wissen, okay? Peacemaker Energiekugel! Pow! So. Was ist das? Was ist das? Ist das Musik? Ist das Musik? Das kommt aus seinem Schrank? What the fuck? Das ist, Oh, cool. Ein Elektrokranz, aber wir sind voll. Na, brauchen wir keine Jagdjacke. Muss ich das auf die Seite schieben? Nein. Ich habe es mir gedacht. Jede Menge Schrammen am Boden. Aha! Ein Geheimgang! Moment, was zur Hölle? Ein Geheimgang? Echt? Keine Hammond. Aber vielleicht ein Hinweis, wo sie sie hingebracht haben. Ui, da haben wir jetzt ganz viel zum Fotografieren. Das ist wahnsinns fette Beute. So, was noch? Das Klischee vom trendiger Apokalypse-Methoden. Nimm die maskierten wie eine Brieftaube. Okay, das war's nicht, aber was anderes. So. Das nenne ich einen skrupellosen Milchbauern. Aha. Da muss ich auf die andere Seite wahrscheinlich. Ah. Kylie Hammond wegen Hochverrat zum Tode verurteilt. Heilige ja. Scheiße! The last one. Ich
glaube, da muss ich irgendwas wegnehmen, gell? Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Ich kann mich nicht... Ja. Was zur... Das habe ich doch schon mal gesehen. Haben diese Plündererspinner getragen. Brad, Tom wird Hammond hinrichten. Er bringt sie zur Quebec Zementfabrik in North Peak. Bist du da in der Nähe? Ich würde es nicht schaffen. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass die Zivilisten vom ZVK evakuiert werden. Verdammt, dann bin ich allein. Heute bist du eben Frank West, der Held von Willamette. Ja, wie immer, ich sehe ganz was Normales. Ne? Kleinstadt. Wir haben den Schlüssel, den wir vorhin nicht gehabt haben, auch gefunden. Das werden wir gleich einmal checken. Da. So, den Käfigschlüssel haben wir. Den machen wir auch gleich auf. Zack. Aber wir brauchen keinen Elektrokranz, weil da sind wir voll auf dem Gebiet. Und den haben wir auch. So, was ist da unten zum Finden? Da liegt noch irgendein Mobiltelefon. Okay. Also, hi. Hi. Ich bin Luke. Luke. Vertrau auf die Macht, Luke. Und jetzt bin ich wohl ein Wir sind voll. Die letzten Wochen waren wie ein Albtraum. Ist das so? So war's, ja. Ja. Schön. Da liegen eigentlich die urgeilen Waffen, aber wir sind voll. Warte, da hinten bei den Wurfwaffen eventuell. Aber ja, cool. Ich habe einen Überlebenden gerettet, ohne dass ich einen Überlebenden gerettet habe. Das ist schon witzig irgendwie. Da könnte ich mal einen neuen Zombie-Schredderer basteln. Wozu aber? Weil ich habe eh einen. Ne? Da steht er. Lasset uns ziehen zu den Überlebenden, um sie zu retten, damit mir das da auf der Seite nicht mehr nervt. Weil das geht mir auf die Nerven. Nervung. So, passt. So, da müssen wir wieder aufpassen, der steht wieder mitten im Weg. So und so. Und zack und zack und batsch und boom und Karte. Ich muss mal auf die Karte schauen. Warum gehört denn überhaupt hin? Nix. Oi. So, da. Gut, na dann sind wir eh in die richtige Richtung unterwegs. Da fahren wir einfach die Straße entlang. Voll. Oh ja. Na man. Schön langsam durch die Zombies. Ja, schön schreddern. Ein bisschen mit der Kanone angeben. Ja, schön.
So und so. Und natürlich. So. So, na, wir sind noch nicht da. Es geht weiter. Schön durch die Zombies. Überlebender wird angegriffen. Nein, wird er nicht. Ich bin schon da. Bitte! Hilfe! Den habe ich ja schon 1000 Mal gerettet. Das kann ja nicht sein, dass der dauernd immer wieder da auftaucht. Ja, danke. Bitte. Du hast deine Lektion gelernt. Ich wette, wenn ich das nächste Mal da vorbeikomme, liegst wieder da und schreist um Hilfe. Sackelpicker Blöder. Nein, bitte, ich kacke auf euch alle jetzt. Es kann ja nicht sein, dass ihr schon wieder alle in Gefahr seid. Wirklich, ich habe euch alle schon gerettet. Was soll denn das? Oh, mein Trucker wird nicht mehr lang halten, ha? So wie es ausschaut. So, ah, da bin ich ja schon da. Wow, 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 ganz, ganz cool. Busch, was ist denn los mit euch? Machen wir auch kaputt, so. Da ist noch irgendwo einer. Der will auch kaputt werden. So. Und. Ja, das war's. Weiter gehen wir. Da, was ist da drin? Nix. Passt. Gehen wir weiter. Ah ja. Sind wir nicht alle Menschen? Ha? Menschen, die alles tun, um unsere Art zu verteidigen. Genau das wollte ich verhindern, deswegen habe ich die abgeschossen. Wir opfern uns selbst zum Wohle der Gruppe. Einen Weg nach oben finden. Na jo. Heute halten wir Gericht über eine einzige Verbündete, die mich in ihrer Verblendung vernichtet. Was ist das für ein Vollidiot? In ihrer Verblendung vernichten wollte. Gehst, ja, ich mach ja eh schon, ich probier's ja eh, was soll ich denn sagen? Wenn ich jetzt gehe, ist Ham and Toast. Ja, dann ist halt Toast, was soll ich machen? Ja. Wenn ich jetzt gehe, ist Ham and Toast. Achso, das ist schon außerhalb des Bereichs, okay, ich verstehe. Ja, und wie komme ich da rauf dann? Ah, schauen wir mal dort rein. Sind wir auferstanden? Bist du ein Vollidiot? Ich verstehe. Ach Gott. Das. Nicht nur eine neue Gesellschaft, aber von da drüben komme ich auch nicht darauf. Weltordnung! Ich habe mir gerade gedacht, vielleicht wenn ich du da drüben auftauche. Ja, warum eigentlich nicht? Aber der kann da. Ah, warte mal, da auf der Seite. Ist das möglich? Ja, ja, das geht, das geht. Okay. Irgendwie muss ich da doch raufkommen. Was ist mit dem Turm dort? Wir müssen uns vor unseren Feinden schützen. Auch wenn sie einstmals unsere Freunde waren. Du musst deine Fresse halten, ich verstehe, ich verstehe.
Ja, ist der einzig mögliche. Weil wenn ich da rausgehe, ist der. Warum sind da lauter Freshies? Da schauen wir mal. Der lebt noch. What the fuck? Ja, die Flashes, die sind hart im Nehmen. Die müsste man eigentlich gleich so da, da ist wieder einer. Wer uns hintergeht, wird vernichtet und dem Höllenfeuer preisgegeben. Ja, schön. Ah ja, viele Ionenkanonen haben wir aber nicht mehr. Nicht mehr in der Tasche. Dann dürfen wir halt keinen Schuss verschwenden. Und das war schon ein verschwendeter Schuss. Ach, da. Wenn sie diese Stadt niederbrennen, werden wir aus ihrer Asche wiedergeboren. Ja, du kannst endlich deine Fresse halten. Wirklich, das wäre echt so cool von dir. Was redest du mit mir? Ach du Scheiße! Und dem Höllenfeuer preisgegeben! Noch welche? Ganz sicher, ich höre es ja. Da ist noch einer. So fucking schnell. Steh aber einfach erst, Alter. Schau, Suizid kann auch nicht begehen, der Arme. Grafikfehler. Jetzt bin ich wegen der geilen Aktion runtergeflogen. Zwei Seiten. Aha. Nein, es gibt meine Leute. Aha. Und es gibt unsere Feinde. Okay, okay, okay. Meint er das ernst? Ich weiß nicht. Blöder Socken. Ja, ja. Da sind auch noch Obscurries. Aha. Und all diese Verräter. Aha. Immer noch im Bau. Vielleicht kann ich mir den Weg ja frei prügeln. Ja, wir prügeln uns den Weg einfach frei. Kein Problem. Oh, da schau her. Ha, interessant. Wo schnurrt denn das Kätzchen, hm? Wo bist du nur? Der muss doch da irgendwo rausspringen eigentlich, oder? Dann mach's ich halt kaputt. Ah, du bist das, gell? Na komm. Gut geschnurrt, Löwe. Mistdinger. Spürt den Zorn meines Exo-Anzugs. Ein Anzug für alle Anlässe. Alle Anlässe.
Bam, Alter. Ihr seid echt die schlimmsten Zombies. Kleine Hitler-Zombies. Ja, ihr seid Nazi-Zombies. So schaut's aus. Er hat vollkommen recht. Ich hau in die Luft. Super, oder? Na komm. Blöder Socken. Gibt's da irgendwas für meinen Exo-Anzug? Na, so viel dazu. Der ist da weggesprungen, ist ja witzig. Andere auch runtergesprungen. Na, mir soll es recht sein. Ja, das ist schön. Hallo, Schmerzen! Mann, die Zukunft hat schon was. Ja, wir sind gut in dem Exo-Anzug-Action, gell? Wir schaffen das. Die stehen noch einmal auf, die machen wir noch mal. Spaß, das war nur ein winziger Schlag und sie sind beide explodiert. So gefährlich sind wir. So. Was, ich muss darüber? Ernsthaft? Und jetzt ist der Exo-Anzug weg. So. Trotzdem, wir bleiben gefährlich. Wir haben Ionenkanonen. Kylie, Jane Hammond. Tom, nein! Ich klage dich wegen Verschwörung gegen deinen Herrn. Schau mich an! Dem Diebstahl seines rechtmäßigen Besitzes. Und versuchten Mordes! Du wirst ein Anführer sein? Du bist doch nur ein Irrer! Was zum... Ich verurteile dich hiermit zum Tod. Nach den hier gültigen Gesetzen. Trottel! Durch Enthauptung! Hey, hier drüben! Ja, du Sack! Ich verurteile den fertigen Typen zum Zerfetzen in der Luft. Okay, jetzt bin ich runtergeflogen. Wart nur, wenn ich raufkomme, mein Sack. Dann mache ich dich alle, du Sack. Meine ich nicht mein Sack, weil mein Sack, den kann ich ja nicht alle machen. Ist du da weh? Tom, wo bist du? Dafür bringe ich dich um, Tom! Ionenkanone, du Sackgesicht. Was glaubst du eigentlich? Schau, jetzt rennt er davon, die Feige. Mach ich alle Meier an. So schaut's aus. W-
Was ist, Alter? Du bist ja das Urwichsgesicht, Alter. Du bist tot. John Wick-mäßig. Was? Was? Du wirst sterben? Hey, ist überhaupt kein Problem. Diese Leute haben dir vertraut. Einmal noch, du Sack, dann bist du. So, das war's. Selber schuld. RPD, Raccoon Police Department. Sie sind verhaftet. Warte, warte, Kylie, warte! Moment, ich wollte euch nur beschützen. Ihr seid meine Leute. Stirb. Ihr braucht meinen Schutz. Das willst du also beschützen? Ihr versteht das nicht. Ich treffe Entscheidungen wie ein Vater für seine Kinder. Manchmal. Oh je, er ist umgeflogen. Ach, jetzt ist er gestolpert. Sowas aber auch. Also, los jetzt. Wie jetzt? Wie kann das sein? Alle so. Das richte ich ein. Außerdem ist er gestolpert. Das war ja nicht absichtlich. Ich habe es genau gesehen. Er ist über diese imaginäre Kiste geflogen, die dort gestanden ist. Da, Schatz, ich zeig's euch. Zombie-Soldaten töten und in da. Ist wieder alles in bester Ort. Da ist die Kiste gestanden. Diesen Zombie in seinem Exosuit und... Ach, schon gut. Call, da müssen wir noch umbringen. Ja, voll. Aha, aber wir können Ihnen helfen. Hey! Was? Also, nochmal. Aha, aber wir können Ihnen helfen. Jordan wird da unten auf Sie warten. Danke, Ham. Sie sind ein Schatz. Da bin ich ja gerade am Weg dahin. Sie wären tot. Haben Sie neuerdings Flügel? Flügel? Nein, aber einen Enterhaken. Oh, Mann, echt? Tja, zählt zu meiner Standardausrüstung. Ich bin beeindruckt. So. Gehen wir dorthin. Ah, warte. Wir brauchen was zum Heilen. Ja, Chemikalien sind nicht zum Heilen. So viel steht einmal fest. Sandwich, passt, nehmen wir, gehen wir. Wie viele Ionenkanonen habe ich noch? 3. Okay, passt. Na, 2 und 8 Schuss. Passt. Aber dann gehen wir einfach in Nahkampf über, weil wir haben, da schaut's her, voll geile Waffen einstecken. Ist halt so. So. Runterfahren oder rauf oder wo geht's jetzt hin? Runter. Und jetzt lande ich genau da, wo ich eigentlich nicht landen will. Aber es macht nichts. Wir boxen uns dort einfach durch. Leute helfen mir da reinzukommen. Siehst du? Kommt davon, wenn man mal nicht der Arschloch spielt. Es macht erfahrenen Zombiejägern wie uns macht es natürlich überhaupt nichts, ja, es ist sehr logisch, ne? Wir gehen da einfach durch. Wie nix, da komm her. Noch einmal. Aber irgendwo da muss doch mein Fahrzeug eigentlich stehen. Ich will nicht zu Fuß gehen. Okay, anscheinend müssen wir zu Fuß gehen. Ach, halt die Fresse. So. Gehen wir da ist ruhiger. Achso, da können wir aber nicht hin. Wir können darüber. Na gut. Dann brauchen wir ein Fahrzeug. Brauchen wir natürlich schon. Vielleicht steht da irgendwo unser Fahrzeug. Ah, das ist ja ums Eck eigentlich, ne? Ja, passt. Dann gehen wir da ums Eck. Das stellt sich wahrscheinlich. Super!
Ich habe fertig! Ich habe fertig. Oh oh, oh oh. Ah, wartet, wartet, vielleicht gehöre ich daher. Also, da geht's nicht weiter, okay. In dem Fall. Schön, wie sie sich in einer Reihe aufgestellt haben, damit ich sie schön erwische, ne? Kann das sein, dass ich da nur von inneren der Baustelle hinkomme? Schaut nämlich ganz so aus, gell? So. Nein, da kommen wir auch hin. Passt, passt. Alles in Butter. Alles in Butter. Was? Butter? Na, kein Butter. So. Da runter. Ganz munter. Ah, wir gehen jetzt in die Kanalisation. Und das können sich vielleicht noch einige von euch erinnern. Da waren wir letztes Mal auch. Da ist dann vorbei mit Story und so. Wir müssen aber in die andere Richtung. Oder? Gut, dass wir mit Waffen ausgerüstet sind. Die werden wir brauchen. Sonderanfertigung, Frank. Was? Sprengstoff. Klingt okay. Für mich selbst komisch, Frank. Aber es war mir eine Ehre. Es war mir eine Ehre. Das war's? Du kommst nicht mit? Ein Zombie in einem Exosuit ist einfach zu viel für mich. Finde seinen schwachen Punkt mit der Kamera. Du schaffst das schon. In die Kanalisation gelangen. So, so, so. So und so. Da gibt es sicher wieder Kohle. Ich habe nämlich mit dem Waffenkauf, den ich tätigte, alles ausgegeben, was ich so gehabt habe. Deswegen muss ich jetzt wieder ganz viel Zombies abschlachten. Damit da wieder ein bisschen Geld zusammenkommt. Mache jetzt Jagd auf Calder und nehme ihm die Festplatte an. Festplatte. Okay, die Helikopter sind im Anflug. Anflug. Und ich habe noch eine Nachricht für dich. Ist das so? Hey Frank, jemand hat sich das hier angehört. Ich denke, du warst das. Wenn du also meine Leiche findest, dann tu mir den Gefallen. Und piss zumindest nicht drauf. Müsst ihr nicht? Ich glaub's nicht, Beck. Ich kann sie über Funk kontaktieren. Was soll das bringen? Der Punkt ist, für Regierungsleute wie mich gibt es nichts Gefährlicheres als einen hartnäckigen Journalisten, der von sich abgesehen hat. Und wenn sich dann noch zwei zusammentun... Gute Nacht. Oh, Eisschwert ist auch bald, Meier. Wir werden sehen. Fans sind ja ganz nett, aber... Ach. Ich glaube aber, da ist nur dieser Splitterschuss drin, aber besser als gar nichts zur Not dann, wenn uns die Waffen ausgehen sollten. Da geht's weiter, ganz heiter. Ah!
Na komm. Weißt, wo willst du hin? Willst du kämpfen oder willst du herumhupfen? Komischer. Na, warum triff ich denn nicht? So, dann triff ich ihn halt mit dem Blitzen. Also, Bomben, wo wollt ihr am liebsten explodieren? So, schauen wir mal, wo die Bomben am liebsten explodieren wollen. Bomben? Da. Bingo! Bingo! Passt. Wenn Corder das nicht gehört hat, dann ist er nicht nur hässlich, sondern auch taub. Boah, ich hab kein Licht, hallo? Ah ja, da. Corder? Wo bist denn? Hast mich gehört, oder? Eine schlechte Idee ist das hier definitiv im Abstand schlechteste. Ah, es macht nichts. Mal auf die Karte schauen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, ne? Ach, was war's. Also, Game Capture hat wieder abgebrochen. Ich weiß nicht, wie lange es aufgenommen hat. Vielleicht stelle ich das Video gar nicht rein. Aber ich versuche das jetzt noch fertig zu machen und dann hören wir auf mein Video. Gut, ich bin gestorben. Ich hoffe, das ist alles drauf. So, wir gehen zum letzten Kontrollpunkt. Ich versuche das noch, die Mission fertig zu machen. Habe ich schon gesagt, oder? Ach Gott, warum passiert das? Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Aber wieder voll abbrochen. Wahrscheinlich fehlt auch was ein bisschen. Weil dann sind die letzten zwei oder so, was aufgenommen hat, nicht mehr... Ich brauche diese aktiv? Festplatte und dann muss ich mit intaktem Gesicht hier rauskommen. So, wir haben die Festplatte. Es kann sein, dass das vorhin gar nicht mitgekriegt habt. Brad, ich habe die Festplatte. Bin auf dem Weg, holt mich ab. Brad, Brad. Oh, Scheiße. Geh, renn. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Oh Gott. Oh, weh. Komm, Frank, bring deinen Arsch hier raus. Nein, nicht kämpfen, Trottel, renn weiter, renn. Scheiße. Keine Sorge, bin nur auf der Durchreise. Nimm den! Scheiße! So, passt. Oh.
was wir hier haben. Okay. Ich hoffe, das verpixelt nicht oder so. Ach, dieses Verzeichnis trägt meine gesamte Forschung zur Unsterblichkeit sowie sämtliche Korrespondenz mit dem Pentagon. Ich habe zahlreiche Unterlagen mit Beweisen für die Beteiligung des Verteidigungsministers. Diverse Generäle, Assistenten und sogar... Wir werden es weit bringen. Direkt auf das Titelblatt der Times. Frank. Hi. Gib sie mir. Los jetzt! Lass ich... Na komm. Okay. Das wirst du nicht an den höchsten Bieter verscherbeln. Diesmal tun wir das Richtige. Ja, red dir das ruhig ein. Weg von der Festplatte. Jetzt! Sorry, Frank. Ciao. Also, was? Kein Minigolf mehr? Passt, Fall 5 abgeschlossen. Hammond brauchte mich. Ihr Tyrann hatte sich in einen Psychopathen verwandelt. Wir schalteten ihn aus und Hammond sorgte dafür, dass das auch so blieb. Im Gegenzug schenkte mir Hammond ihre wertvolle Freundschaft. Und darüber hinaus eine Bombe, um in Calders Versteck zu gelangen. Die Kanalisation. Calder und seine gruselig schlauen Zombies hatten sie in eine gespenstische Höhle verwandelt. Und Calder selbst kann sprechen. Was immer er jetzt auch ist, eine gute Portion Psycho ist da immer noch übrig. Ich habe mir die Beweise geschnappt und bin abgehauen. Und das wäre das Ende unserer Geschichte gewesen. Frank West, Retter von Willamette. Mal wieder. Vic Chu. Diebin. Höllenbrot. Sie stahl meine Beweise mit vorgehaltener Waffe. Und jetzt ist sie dran. So, Fall 5 haben wir gelöst. Wir sind auf Level 86. Wir haben einen Fertigkeitspunkt dazu. Und wir sind auf 69%. Passt, es kann weitergehen. Wir hören aber mit dem Video auf, es geht erst das nächste Mal weiter. Was ist los? Vic hat die Kamera mit den Beweisen geklaut. Was? Dann hol sie zurück. Spitzen-Tipp, Red. Wie gesagt, wir holen die Kamera das nächste Mal zurück. Ich werde da jetzt das Video abbrechen und also aufhören. Ich hoffe, man hört mich. Ich hoffe, es ist nicht wieder alles unterbrochen. Das Game Capture macht echt, was es will. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Alles Liebe, alles Schöne, euer Peacemaker.